Herzlich willkommen zu einem neuen Klaviertutorial. Heute möchte ich dir zeigen, wie du am Klavier im Stil von Ein Audi improvisieren kannst. Ein Audi ist für seine wunderschönen Klavierballaden bekannt. Aber was machen Ein Audis Klavierstücke jetzt eigentlich so besonders? Ja, eines der markantesten Merkmale ist sicherlich die Verwendung von sehr minimalistischen Stilelementen. Seine Kompositionen bestehen oft aus einfachen und wiederkehrenden Motiven und Harmonien. Ein weiteres charakteristisches Element in Ein Audis Klavierstücken ist einfach diese ruhige und entspannte Atmosphäre, die er erschafft. Und seine Musik lädt wirklich jedes Mal dazu ein, abzuschalten und in eine Welt der inneren Ruhe einzutauchen. Und diese Kombination aus sanften Klavierklängen und diesem langsamen Tempo, ja, erzeugen eine meditative Wirkung, die uns hilft, den Alltag für einen Moment einfach mal hinter uns zu lassen. Ja, und diese Elemente bilden natürlich jetzt eine hervorragende Grundlage für unsere Improvisation im Stil von Ein Audi, und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Wir starten mit einer ganz einfachen Akkordfolge in der linken Hand, und zwar haben wir C-Dur, A-Moll, F-Dur und G-Dur. Und da schlagen wir jetzt aber immer nur die Quinten an, ja? Die Akkorde lassen wir auch immer über einen gesamten Takt liegen. Das heißt, wir müssen uns hier nicht beeilen, sondern können ganz seelenruhig uns auf den nächsten Wechsel vorbereiten. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In der rechten Hand spielen wir ein C-Dur-Arpeggio in weiter Lage. Und zwar strecken wir dazu den normalen C-Dur-Dreiklang einfach etwas, indem wir hier das E hier unten rausnehmen und das einfach nach hier oben verlagern. Ja? Und dann spielen wir zwischen diesen drei Tönen einfach immer hin und her. Und dieses Pattern setzen wir jetzt über alle Harmonien in der linken Hand ein. Also 1 und 2 und 3 und 4. Und jetzt wechseln. Und hier spielen wir jetzt bei dem letzten Arpeggio, um das Ganze so ein bisschen aufzulösen, einfach H, G, D, G. Ja, nochmal alles im Zusammenhang. Also, wir starten bei C-Dur. 1, 2, 3, 4, A-Moll. Und nochmal auf G-Dur. Und jetzt H, G, D, G. Und von vorne. Ja, das kannst du jetzt so einfach mal ein paar Mal hintereinander machen. Sobald wir uns mit diesem Grundmuster vertraut gemacht haben, können wir beginnen, es leicht zu variieren. Zum Beispiel, indem wir noch andere Noten mit dazu nehmen. Ja?
Die Kunst der Improvisation liegt darin, eurer Kreativität jetzt einfach freien Lauf zu lassen und den Moment zu genießen. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Statt dem E hier oben spiele ich jetzt auch mal C oder D oder das E wie gehabt. Das Gleiche kann ich jetzt zum Beispiel auch noch machen, indem ich zum Beispiel jetzt einfach mal alle Töne, ja, die hier überhalb dem G liegen, also A, H, C, D, E, dass ich die auch noch versuche mit einzubauen. Zum Beispiel so. Also du siehst, man kann schon eine Menge damit machen und das ist einfach auch typisch für ein Audi, ja, dass eigentlich immer ein ganz ähnliches Muster verwendet wird und dann kommen einfach immer kleine Änderungen hinzu. Übrigens, wenn dir das Thema Improvisieren am Klavier gefällt und du einfach auch diesen Balladenstil so gerne magst, dann trag dich auch unbedingt in meinen kostenlosen Minikurs Endlich frei Klavierspielen ein. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch einen super schönen neuen Kurs zum Improvisieren auf den schwarzen Tasten. Also schau da gerne mal rein in mein Kursangebot und Links und Infos findest du auch unten in der Videobeschreibung. Um jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe und einfach diese typischen kraftvollen Ein-Audi-Momente zu entwickeln, spielen wir jetzt die Grundtöne einfach mal ganz tief unten im Bass und nehmen dann noch einen weiteren beliebigen Dreiklangston ein bisschen höher mit dazu und dann kommt es gleich zu ganz tollen Zusammenklängen. Also, ich zeig dir das mal. Und zwar nehmen wir jetzt links einfach erstmal zur Einfachheit das allererste Pattern, was ich dir gezeigt habe. Genau, und jetzt kannst du Folgendes machen. Und zwar, du nimmst jetzt einfach den Grundton C und spielst den ganz weit hier unten. Ja, und dann nimmst du noch einen weiteren Ton aus dem C-Dur-Dreiklang. Also zum Beispiel das E oder das G oder das C. Und das kannst du mit allen Akkorden so machen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das klingt schon sehr, sehr stark und gewaltig, ja. Nehmt euch hier die Zeit, fühlt die Klänge wirklich und schließt die Augen und taucht einfach in diesen Moment ein, ja, während du hier diese Klänge spielst. Also es ist wunderschön. Und jetzt zeige ich dir noch einen Trick. Und zwar kannst du auch mit der linken Hand jetzt gleich über deine rechte greifen und noch ein paar Highlights einbauen. Also ich zeige dir das mal. Und zwar, wir greifen hier unten immer die Grundtöne aus den Akkorden und dann auf der zweiten Zählzeit greifen wir einmal über und suchen uns einen Ton, der hier oben gut passt. Ja, also ich mache mal ein Beispiel vor.
das Ganze jetzt noch intensivieren, indem du einfach noch mehr Töne hier oben spielst, ja? Ich mache dir das einfach mal vor. Kannst du dir übrigens auch unten als PDF herunterladen, wenn du dir das noch mal ganz in Ruhe anschauen möchtest. Ja, und jetzt kannst du noch ein bisschen an den Harmonien rumschrauben. Und zwar, um neue Klangfarben reinzubekommen, spielen wir jetzt nicht mehr die Quinten im Bass, sondern wir spielen immer den Grundton vom Akkord mit dem Daumen und die Terz des Dreiklangs dann mit dem kleinen Finger. Bei C-Dur haben wir dann also C im Daumen und das E, ja, also die Terz hier im kleinen Finger. Bei A-Moll machen wir das Ganze hier ein bisschen höher, da müssen wir jetzt aufpassen, weil hier unten klingt das dann sonst gleich zu tief, ja. Also auch wieder den Grundton mit dem Daumen und die Terz, also das C mit dem kleinen Finger. Beim F-Dur-Akkord machen wir genau das Gleiche. Ja, Grundton hier oben, Terz unten und dann bei G-Dur auch. Und das sind jetzt unsere neuen Akkorde. Und wenn wir hier jetzt unser Arpeggio drüber spielen, dann klingt das sehr, sehr schön und wir kriegen wirklich nochmal eine ganz neue Nuance hier rein. Also bei C würde das so klingen. Interessanter Klang. Und jetzt kommt was ganz Schönes und zwar mit dem F. Ja, klingt wunderschön friedlich. Und G. Das heißt, wenn du deine Improvisation jetzt an irgendeiner Stelle einfach mal ein bisschen variieren möchtest, dann kannst du auf diese Akkorde mit der Terz im Bass in der linken Hand zurückgreifen. Also es klingt sehr, sehr interessant und damit kannst du jetzt auch wirklich ganz schön rumexperimentieren, ja. Da gerne von deinen eigenen Ideen auch ein bisschen überraschen und hab keine Angst, auch mal was Neues auszuprobieren und diese Übungen ein bisschen abzuändern. Ja? Manchmal können die besten musikalischen Momente entstehen, wenn wir uns einfach von unseren Gewohnheiten lösen und einfach unserer Intuition folgen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Anleitung zur Improvisation im Stil von Ein Audi Spaß gemacht hat. Die Klavierballaden von Ein Audi sind wirklich einzigartig in ihrer Einfachheit, Schönheit und ihrer meditativen Wirkung. Und ich denke, dass wir uns dadurch sehr viel Inspiration holen können, um einfach beim Spielen den Klang zu erkunden und dabei schön zu entspannen. Wie gesagt, trag dich auch gerne in meinen kostenlosen Minikurs zum Improvisieren lernen ein, wenn du noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren.